Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem Frühlingsturnier bzw. Anfang Frühlingsturnier. Es wird wieder immer wärmer und deshalb haben wir die Chance genutzt, heute wieder ein wunderbar großes Turnier aufzubauen. Wir haben wieder verschiedene Teilnehmer mitgebracht, die sich heute dieser Herausforderung stellen werden. Im Hintergrund kann man schon... Und natürlich werdet ihr, liebe Zuschauer, das alles gleich live miterleben. Wir stellen euch jetzt einmal die Teilnehmer vor. Ihr könnt gerne in den Kommentaren raten, wer denn gewinnen wird und wer vielleicht verlieren wird. Das ist nämlich immer ganz gespannt. Das ist nämlich natürlich immer ganz spannend zu wissen, was ihr denn so denkt. Aber natürlich bitte ohne Schummeln, aber ich denke, ihr werdet schon nicht schummeln. Die Preise werde ich natürlich auch gleich verraten. So, wen haben wir denn hier Hübsches? Hallo, ja, ich bin Hannah und das ist mein Pferd, Blitz. Oh ja, das ist ein sehr schönes Pferd. Cool. Okay, wen haben wir hier? Ich bin Daisy und das ist mein Pferd Shadow. Schön, dass du da bist. Sogar ein Pony. Darf ich das mal streicheln? Das sieht echt ziemlich süß aus. Ja, hallo, ich bin Laura und das ist mein Pony. Moritz heißt es. Süßer Name. Und wen haben wir hier? Ich bin Emily und mein Pferd heißt Donna. Ich bin Sophia und das ist hier Karamell. Ich heiße auch Laura. Ich heiße Laura S. Und das ist mein Pferd, Amy. Danke, dass ihr euch alle vorgestellt habt. Wir haben insgesamt 6 Kandidaten und jetzt zeige ich euch ganz schnell den Parcours. Es geht hier lang, dann hier lang, einmal hier rum, hier rüber, dann ganz schnell hier lang und dann hier zum Stoßsprung. Der wird hier dann noch mit Wasser aufgefüllt. Gleich geht es los, keine Sorge. Und bevor es losgeht, wie gesagt, erzähle ich euch ganz kurz die Preise. So, der erste Platz erhält von uns eine Reise auf die Malediven. Das ist wirklich unglaublich, dass wir sowas machen. Der zweite Platz erhält eine Reise nach Spanien. Und der dritte darf sich im Wert von 500 Euro etwas in einem Pferdegeschäft aussuchen. Und die Plätze darunter bekommen Kleinigkeiten, Geschenkgutscheine oder auch Leckerlis fürs Pferd und vieles mehr. Oder Schabracken. Aber ihr werdet das schon sehen. Ich würde sagen, liebe Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit unserem Turnier. Bleibt gespannt. So, ich würde dann sagen, Daisy kann starten. Hätte sich fast gereimt. Okay. Komm, Shadow. 3, 2, 1. Los. Das schaffen wir. Du solltest doch dann von, da abspringen. Jetzt laufen wir noch den falschen Weg. Mann, es hätte so viel besser werden können. Hey, aber das war doch nicht so schlecht. Ja, genau, war doch nicht so schlecht. Ich hatte nur gefühlt die Hälfte des Parcours umgerissen. Danke, dass du mitgemacht hast, Daisy. Du bist momentan auf dem 6. Platz, aber das kann sich natürlich noch ändern. Also schlechter als ich zu sein, das muss man ja auch mal wohl schaffen. Ach komm, vielleicht sind manche noch schlechter als du. Das bezweifle ich ein wenig. Naja, egal. Und jetzt... Bitte, Laura, es. Ach, vielleicht ist es ein Schicksal. Vielleicht ist es auch ein Zeichen. Vielleicht werde ich schlechter. Komm. Ja, viel Glück. Danke. Oh mein Gott, Leute, ganz, ganz kurz. Hier ist einfach ein Regenwurm. Der war doch vorher nicht da, oder? Also bevor ich auf den trete oder so, bringen wir den ganz mal schnell in die Erde. Also so, wir verletzen den natürlich nicht. So, wir lockern ein bisschen die Erde, damit wir den nehmen können. Und jetzt transportieren wir den in die Erde. So, ich denke, hier ist auch ein schöner Platz in der Erde. Jetzt habe ich noch so ein kleines Loch gemacht und... Ist er jetzt drin? Leute, Regenwürmer leben unter der Erde, deswegen alles gut. Okay, bist du bereit? Gut. 3, 2, 1. Okay, den ersten haben wir schon mal geschafft, das ist doch super. Das ist ja richtig gut geworden. Schade, ich habe 3 Sekunden. Feines Mädchen. Hey, das war doch voll gut. Naja, es geht. Damit sind Laura S. und ihr Pferd leider auf dem 5. Platz. Machen wir weiter mit Hannah und Blitz. Bist du bereit? Ja.
3, 2, 1, los. Zweimal berührt, das ist schon mal ein Punkt Abzug. Aber hey, das haben wir geschafft. Komm jetzt. Hey, das haben wir voll gut gemacht. Nur, wenn ich richtig mitgezählt habe, nur 2,5 Fehler. Hey, das hast du gut mitgezählt. Durch die beiden, beziehungsweise 3 Berührungen, die du getätigt hast, haben wir dir 0,5 Punkte abgezogen. Und da du eine Stange wirklich gerissen hast, das ist ein Punkt. Deshalb 2,5. Oha, Hannah, das war voll gut. So, als nächstes bitte. Dann nehmen wir mal die Laura und Karamell. Das sind wir. Aber ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden. Okay, bist du bereit? Ja. Dann los. Das machst du super, Karamell. Egal, die Zeit zählt auch. Ich kann nicht atmen. Jemand muss dir helfen. Warte, ich helfe dir auf. Ich glaube, wir sollten das lieber von einem Tierarzt untersuchen lassen. Er ist ja richtig auf den Kopf gefallen. Schwindelig. Dann bringen wir dich da mal ganz schnell hin. Es ist sehr schade, dass eine Teilnehmerin verunglückt ist. Aber unsere Tierärztin und Ärztin, auch für Menschen, hat sich schon schnell darum gekümmert. So, jetzt haben wir noch 2 Kandidaten übrig. Aber natürlich bekommt sie auch einen Trostpreis, da uns das sehr leid tut. So, wen nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen Emily. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Richtung. Oh mein Gott, ich kann das kaum fassen. Herzlichen Glückwunsch, es ist unglaublich. Einfach 0 Fehler. So, und jetzt fehlst du uns nur noch. Okay, wir sind ein gutes Team. Wir schaffen das, Moritz. Laura, du kannst beginnen. 3, 2, 1. Moritz, weiter so, du bist super. Ich kann es kaum fassen. Wir haben auch kein Hindernis gerissen. Das gibt's ja wohl nicht. Laura und Moritz haben auch den ersten Platz belegt. Gut, kommen wir zur Siegerrunde. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Und fangen wir mit dem letzten Platz an. Das seid leider ihr. Tut mir wirklich leid, aber vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Auf dem 4. Platz, beziehungsweise 5. ist unser wunderbares Pferd Amy. Danke, dass du mitgemacht hast. Kommen wir zum 3. Platz, den belegen Hannah und Blitz. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt und herzlichen Glückwunsch. So, und zu euch beiden. Ihr seid beide auf dem 1. Platz, das heißt, ihr könnt euch die Reise teilen. Ihr werdet zusammen auf die Malediven fliegen. Das gibt's doch nicht, oder? Vielen lieben Dank. Gerne. Und ich würde sagen, ihr rutscht alle einfach einen Platz auf. Du bist dann auf dem 2., du auf dem 3. und du auf dem 4. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Oh, danke. Wenn euch dieses Turnier bzw. Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann freue ich mich auf die nächste Zeit mit euch. Denn es wird auf jeden Fall ein Frühlingsturnier geben, ein Sommerturnier und vielleicht auch noch so zwischendurch ein paar. Deswegen bleibt unbedingt Abonnent dieses Kanals und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Tschüss!